Servus, Glück auf und herzlich willkommen zum Zagos Rust Guide. Ja, Leute, ihr habt den Rust Trailer gerade gesehen. Der beschreibt das Spiel eigentlich schon ganz gut, hat ganz gut die Sachen gezeigt, die so gehen. Erstmal, warum dieser Guide überhaupt? Ja, es gibt immer noch genug Leute, die mit Rust anfangen. Rust gibt es gefühlt ewig. Ich hab keine Ahnung. Bei mir auf dem Channel seht ihr seit knapp 2 Jahren jeden Tag ein Rust-Video. Also gibt es Rust auf jeden Fall schon ewig. Und davor habe ich selber gar nicht gespielt und habe es schon ewig gehabt. Also ich kann euch nicht genau sagen, wann es das erste Mal rauskam. Auf jeden Fall ist Rust ja mittlerweile auch nicht mehr Early Access, sondern ist released. Warum dieser Guide? Ich habe 3 Dummy-Videos schon draußen, Rust for Dummies, die das zu der damaligen Zeit, wo die entstanden sind, ganz gut gezeigt haben, was in Rust möglich ist. Zumindest die wichtigsten Sachen. Aber da mich immer wieder Leute gefragt haben, mach doch mal einen neuen Rust-Guide und mach mal das mit rein und das mit rein und das mit rein, habe ich mich jetzt dazu durchgeschlagen und werde euch hier Rust in seine Einzelteile zerlegen. Euch zeigen, was wie funktioniert für absolute Anfänger. Was nicht ganz so einfach ist. Ich habe schon 8 Stunden Arbeit investiert, habe dann daraus 4 Stunden Videomaterial gehabt, habe das wieder gelöscht. Weil ich gemerkt habe, ich bin da noch nicht auf das Level gekommen, dass ich es für absolute Neulinge zeige, sondern ich habe da schon wieder gewisse Sachen vorausgesetzt. Das versuche ich diesmal besser zu machen. Ansonsten, ich werde das Ganze in einige Kategorien unterteilen und es werden so roundabout 20, 25, vielleicht auch 30 Videos werden insgesamt. Mal kurze Videos, die nur 2-3 Minuten gehen, wenn ich euch irgendwie so ein POI-Nummer vorzeige und meinen Ludwig zeige. Aber halt auch mal Videos, die 20, 30 Minuten gehen, wenn es irgendwie um Waffen geht oder sowas. Ganz wichtig vorneweg in diesem Guide. Bestimmt natürlich meine Meinung, diesen Guide, ja. Klar, Waffen und Rüstung und sowas, die feste Werte haben, bestimmen diese Werte die Meinung, keine Frage. Ansonsten, alles was ich erzähle über Waffen, Waffenhandling und so weiter, oder wie man am besten, welches POI wo looten gehen sollte, ist meine persönliche Meinung, durch meine Erfahrung, die ich habe. Und was befähigt mich dazu, mich hier hinzusetzen und überhaupt einen Rust Guide zu machen? Ich habe etwas über 2000 Rust-Stunden mittlerweile gesammelt. Wie gesagt, seit knapp 2 Jahren, nicht ganz 2 Jahre, kommt jeden Tag ein Rust-Video auf meinem Kanal raus, auf YouTube. Und wir haben einen eigenen Community-Server. Ich kenne mich also auch mit Servern aus und mit Mods und so weiter. Von daher nehme ich mir schon das Recht heraus zu sagen, ich weiß, wovon ich rede. Sollte ich irgendwo von keine Ahnung haben, werde ich darüber nicht reden. Ja, dann werde ich euch sagen, ich habe da keine Ahnung von. Ich habe das hier und da nachgeguckt und da steht das so und so. Und ich zeige euch auch ein paar Internetseiten, wo ihr was nachgucken könnt. Weil sich halt auch ständig etwas verändert in Rust. Wie gesagt, dieser Guide wird viele kurze Videos haben. Einfach aus dem Grund, dass ich dann, wenn sich an irgendwelchen Sachen was ändert, die ich später ersetzen kann durch ein neueres Video und nicht einen ganzen neuen Guide von vorne starten muss. Das ist der Sinn hinter diesen Sachen. Was wird dieser Guide beinhalten? Ja, das Rust Forward, was ihr gerade habt. Dann gehe ich ja nochmal kurz darauf ein, was ist Rust. Dann werde ich euch Serverarten vorstellen, dann das Crafting, Workbenches, Forschungstisch. Grundlagen des Bauens. Welche Waffen gibt es? Stellt euch die Waffen vor. Kleidung, Rüstung stelle ich euch vor. Welche Heil-Items gibt es? Wie könnt ihr euch fortbewegen? Mit Pferde, mit Minikopter, mit Heißluftballons, mit Booten. Dann gibt es Handelsposten, Banditencamp, was dann schon 2 POIs sind, aber etwas Besonderes, deswegen stelle ich euch die vorher vor. Dann werde ich euch vorstellen, wie man am besten startet. Da werde ich mal so 1, 2, vielleicht auch 3 Wege zeigen, wie ich so am besten starte, welche Möglichkeiten es gibt. Danach werde ich euch die POIs vorstellen,
Dazu zählt natürlich auch das Cargo, der Heli, die Oil Rigs, der Excavator und ansonsten hat die Red Towns wie Raketenbasis, Güterbahnhof, Airfield und so weiter und so weiter. Dann werde ich euch ein bisschen die Grundlagen des Raidens zeigen. Ich werde euch ein paar Tipps fürs PvP geben, auch wenn ich kein PvP-Gott bin. Doch in der Theorie kann ich euch da sicherlich einiges mitgeben. Das Thema Skins werden wir uns angucken, worüber Rust sich auch finanziert eigentlich. Und Grundlagen Strom werde ich euch näher bringen. Und ansonsten, wenn ich das irgendwann alles durch habe, das alles aufgenommen haben sollte, kann ich vielleicht nochmal darauf eingehen, wie bestimmte Themen beim Bauen, bestimmte Themen beim Strom. Können wir uns nochmal was angucken, wenn das gewünscht ist. Was ich nicht machen werde, ist Base Designs hier. Ich werde euch keine Base vorbauen, die ihr danach bauen solltet, so ein Scheiß. Da hatte ich gar nichts von. Wenn ihr Interesse dran habt, wie ich baue, guckt euch meine Staffeln an. Da gibt es genau genug Baufolgen. Habt ihr Interesse an irgendwelchen Basen, googelt es bei YouTube. Ihr findet 20 Millionen Videos zu irgendwelchen Rust-Basen. Ihr solltet immer bedenken, es gibt genug Rustler, die sich natürlich diese Videos angucken. Wenn sie dann so eine Base sehen, auch genau wissen, wo sie am besten rein können. Aber da komme ich dann dazu, wenn es um das Thema Raiden geht. Gut, was ist Rust? Ja, ihr habt den Trailer gesehen. Rust ist ein Survival-Spiel im PvP-Multiplayer. Ja, Rust, das ist eigentlich, was Rust ist. Rust ist einfach eigentlich ganz einfach zu beschreiben und doch so schwer. Weil, Rust ist nie gleich. Also ich spiele jetzt, wie gesagt, seit nicht ganz 2 Jahren, also ich spiele länger Rust, aber mache ich halt YouTube-Videos und 22 Staffeln und keine Staffel war bisher wie die andere. Hat natürlich erstmal damit was zu tun, dass ich nicht immer auf dem gleichen Server spiele, zwar dass ich nicht immer solo spiele, auch mal mit Mates. Aber trotz allem ist Rust, ich kann auch nicht, die Hälfte der Staffeln waren immer solo und ich war auch oft genug auf demselben Server. Rust ist nie gleich. Rust ist immer anders. Weil Rust, Versuch und Fluch und Segen ist der Glücksfaktor in Rust. Da komme ich aber später noch drauf zu sprechen. Aber Rust, die Spieler auf dem Server bestimmen halt, was in Rust passiert. Und das macht Rust so einzigartig in meinen Augen. Weil ihr nicht immer die gleichen Spieler habt und selbst wenn ihr die gleichen Spieler habt, sich die Spieler natürlich auch nicht immer in derselben Situation wieder gleich verhalten. Und Rust spiegelt halt so ein bisschen auch einen Teil der Gesellschaft wieder, weshalb Rust auch ein schlechter Ruf in der Community nachhängt, wo man immer sagt, ja, Rust hat so eine salty Community. Es gibt halt in Rust viele Ballerbieren, wie ich sie nenne, viele Idioten, keine Frage. Aber es gibt auch viele nette, vernünftige Spieler. Allerdings wird in Rust, das tue ich selber auch nicht viel Rücksicht genommen. Ich nehme auch zwischendurch mal Rücksicht, wenn ich echt merke, der ist wirklich ein absoluter Neuling oder sowas. Aber trotzdem wird in Rust erst erschossen und dann gefragt. Das ist einfach so. Wenn ihr mit Rust anfangt, müsst ihr damit leben können. Rust ist Lernen durch Schmerzen. Ihr müsst in Rust ein dickes Fell haben als Neuling. Erst recht, wenn ihr kein PvP-Gott seid oder keine gehobene PvP-Klasse, sondern irgendwie so eine normale Wurst, wie ich es bin. Aber es geht. Ich habe es auch geschafft, ja. Und habt ihr einmal diese Phase überstanden, ist Rust schon ein Spiel, was süchtig macht. Rust ist allerdings auch ein Spiel, das zeitintensiv ist. Ganz wichtig noch zu erwähnen, Rust ist kein Langzeitspiel, Rust ist kein Singleplayer-Spiel. Ja, es gibt eine Möglichkeit, dass ihr euch Rust vorher in Ruhe anguckt und so weiter. Da gehe ich auch drauf ein her. Aber ansonsten ist Rust ein Spiel, wo ihr mit 50 plus Leuten auf einer Map spielt.
Es gibt natürlich auch welche, wo weniger drauf sind. Wie gesagt, da gehe ich später drauf ein. Aber generell ist es so, dass ihr Gegner immer da habt, immer den Nervenkitzel, dass ihr jederzeit im Kampf geraten könnt. Und wie gesagt, in Rust ist kurzlebig. So ein Server, ich würde sagen, 3-4 Tage ist gut was los. Viele Server halten knapp eine Woche. Dann sind die Server durch quasi. Das heißt, nach einer Woche ist euer Fortschritt, den ihr erzielt habt, eure Base, die ihr hattet, wenn ihr so lange überlebt habt, wenn ihr nicht gewählt wurde, spätestens durch Geschichte, ja? Dann fangt ihr halt wieder von Neuem an und erlebt eine neue Geschichte in Rust. Offiziell werden die Server alle 4 Wochen gewiped. Also spätestens alle 4 Wochen ist sämtlicher Fortschritt, den ihr erzielt in diesem Spiel, weg. Spätestens dann müsst ihr von vorne starten. Ja. Denke, das sollte als Was ist Rust als kleines Vorwort hier zu dem Guide reichen. Wir starten gleich mit der ersten Folge. Da geht es darum, welche Serverarten es gibt, was man da eventuell beachten kann, sollte. Und dann gehe ich auch nochmal darauf ein, was Spieleranzahl und sowas angeht. Also in diesem Sinne, ich wünsche euch viel Spaß mit dem Guide. Ich hoffe, ich kann mit dem Guide dem einen oder anderen ein bisschen helfen, wovon ich eigentlich ausgehe. Und ansonsten unter dieses Video, auch unter jedes Video, was folgen wird, Lob, Kritik, immer gern gesehen, irgendwelche Rust-Ballerbieren, Kommentare werden ausgeblendet. In diesem Sinne, haut rein, bis dann, ciao.